Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate Jack the Ripper. Wir haben insgesamt irgendwas um die 20% schon abgeschlossen. Ibis bisherige Geschichte ist so lang, dass wir nicht mal mehr sehen, wie viel Gesamtsynchronisation wir haben. Das Kissen rutscht mir so langsam aus dem Gesicht, deswegen kann ich jetzt auch zum nächsten Auftrag. Und da gehen wir hier oben hin. Ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn wir die Aussichtspunkte damals nicht freigeschaltet hätten. Ob es dann trotzdem gewesen wäre, dass wir die Stadt kennen und sehen. Eigentlich wäre es ja logisch. Denn im Verlauf ihrer Rook-Gang zusammen mit ihrem Bruder in Syndicate durchsucht man ja unweigerlich die ganze Stadt. Und hat deswegen die ganzen Aussichtspunkte synchronisiert. Dass die Stadt allerdings immer noch so aussieht, wundert mich. Sollte sich zumindest ein bisschen was geändert haben und nicht ganz so viele Kutschen durch die Gegend fahren. Sind wir nicht schon im Motorenzeitalter? Immerhin hatten wir vor 20 Jahren den Motor an einen unserer Geschäftspartner weitergegeben. Oder der muss erst noch erforscht und gesichert werden. Das kann natürlich auch sein. Schandmeile. Das ist der nächste Auftrag. Mal gucken, was wir dort zu tun haben. So wie es aussieht, sollen wir jemanden gefangen nehmen. Denn da ist eine Hand, die andere greift. Schändlicher Missbrauch. Die grauenhaften Morde von Jack the Ripper und deren sensationslüsternen Zeitungsberichte haben andere Verbrechen beflügelt. Oder Verbrecher. Eigentlich Verbrechen. Es werden noch viele oder viel mehr Prostituierte zu Schaden kommen, wenn sie nicht die Übeltäter in der Nähe von Londons Bahnhöfen aufhalten. Also gut, halten Sie den Kunden mit nicht tödlichen Mitteln davon ab, brutal zu werden. Wenn Sie erfolgreich waren, bringen Sie den auffälligen Kunden zu Nelly. Sie müssen den Kunden öffentlich beschämen und bloßstellen, indem Sie auf dem Weg zurück zu Nelly durch Menschenmengen gehen. Oh, da schreit jemand. Du bist eine tote Frau! Eindringling! Finden Sie! Aua! Ach, da ist noch einer von denen. Den Kunden rammen. Ich muss ihn rammen. Ich muss ihn rammen. So, komm. Kommst schön mit. Es ist nicht das. Mal sehen, was die Londoner von ihren Taten halten. Meine Güte. Durch Menschenmengen laufen. So, hier, guck mal. Oh nein. Lass mich in Ruhe, Mensch. So. Ach, das gibt's doch nicht. Lasst mich in Ruhe. Nee, ich wollte ihn nicht töten. Der Kunde ist gestorben. Ach, Mensch. Oh, die nerven einfach nur. Ich muss öfter das Adlerauge einsetzen, damit ich weiß, wo es ist. Wo die Leute sind. Gefangen nehmen. Genau, wir machen einen Spaziergang. Mein Ruf wird ruiniert sein. Mal sehen, was die Londoner von ihren Taten halten. Ganz entspannt. Werde ich nicht zuschauen. Hier, guck mal, guck mal. Das ist der Bösewicht. Haben wir noch mehr? Ja. Ich will dir nichts tun. Geh. Er geht nicht. Ich gehe auch nicht. Jetzt. Nee, wir gehen nicht.
Irgendwas stimmt hier nicht. Hier, guck mal. Ich glaube, ich muss da hinten durch die Menschenmengen laufen. Keinen Ton. Geh einfach. Aber hier sind keine Menschenmengen. Schrei und es wäre dein letzter. Aber sind das nicht Menschenmengen genug? Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Hier, guckt mal. Ich stelle ihn die ganze Zeit bloß, aber es passiert nichts. Egal. Der Auftrag ist abgeschlossen. Dachtest du, du könntest uns wie Hunde behandeln, nur weil wir Dirnen sind? Nein. Ehrlich, tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun. Hoffentlich nicht, wenn du weißt, was gut für dich ist. Na gut, das wäre geschafft. Ach, die Menschenmengen werden in blau angezeigt. Jetzt sehe ich das erst. Okay. Ach, da hätte ich früher drauf achten müssen. Egal, wir haben es abgeschlossen. Das ist in Ordnung. Das ist wunderbar. Wir nehmen uns die Kutsche, fahren dann gleich die Straße entlang. Aus dem Weg. Go, go, Power Ranger. Bevor wir dann den nächsten Auftrag machen. Ups, die Polizei wird auch wieder aufmerksam. Aber sie ist wieder weg. Wo muss ich hin? Oh, in eine völlig andere Richtung. Verdammt. Vermisste Frauen. Können wir das auch gleich machen? Ja, Level 10. Kriegen wir hin. Aus dem Weg. Ich muss die vermissten Frauen retten. Hallo. Sind Sie hier? Vermisste Frauen, finden Sie die entführte Prostituierte in einer der Kutschen. Entführen Sie dann die Kutsche und töten Sie alle verfolgenden Gegner oder entkommen Sie. Die Prostituierte muss überleben und die Kutsche darf nicht zerstört werden. Miss Evie, ich finde sie. Versprochen. Du wirst es doch bereuen, wenn ich darüber komme. Kann die Polizei sich nicht um den da kümmern? Die Kutsche ist weiter hinten. Ich laufe außen rum. Aktivität zurückgesetzt, Prostituierte verloren. Oh, nur wegen diesen Idioten. Nur weil du da drüben bist, heißt das nicht, dass ich dich nicht erwischen kann. Evie, zum Glück sind sie hier. Ach, sei ruhig. Ich finde sie. Versprochen. Okay, sie haben mich verloren und ich suche die Kutsche, die richtige. Inspizieren. Entführen. Wie inspiziere ich die? Einfach daneben stellen? Kutsche nicht zerstören. Kutsche entführen. Welche denn nun? Mache ich euch eben Angst. Ach, die da hinten. Jetzt hauen sie ab. Na toll. Auf, hinterher. Medizin benutzen. Oh. Ich habe kaum noch Medizin. Komm schon. Okay, weiterfahren. Aus dem Weg. Na los! Bewegung!
Ich helfe dir doch, ich bin noch dabei. Ganz ruhig. Du wirst überleben. Hab mal keine Angst. Okay, die Kutsche nicht zerstören, die Kutsche anhalten. Wir haben gehalten, okay? Die Tür öffnen, um die Prostituierte zu retten. Andere Seite. Wie mache ich das denn? Achso, B, gedrückt halten. Sie sind jetzt sicher. Ich wäre längst tot und vergessen, wenn Sie nicht werden müssen. Ich kann Ihnen nichts außer meinen Dank geben. Denn gib mir deinen Dank, das ist völlig in Ordnung. Ich bin zufrieden, dass wir es überhaupt geschafft haben. Und das war's. Okay, jetzt sind wir wenigstens wieder auf der richtigen Seite, beziehungsweise in der richtigen, im richtigen Stadtviertel. Jetzt überfahre ich dich auch noch, kurz nachdem ich dich gerettet habe. Und einfach bloß der Straße nach, dann kommen wir schon dorthin, wo ich hin will. Es ärgert mich, dass so wenige Rooks unterwegs sind, dass die Blighter schon wieder die Oberhand haben. Ah, sehr gut. Ist alles voll. Voll mit Blighters. Halt, bin ich schon dran vorbei? Ja, ich kann aber rechts rumfahren, das ist okay. Aus dem Weg. Jetzt muss ich aber rüber. Gut, dass wir die ganzen Gerätschaften noch haben. Schandmeile, schon wieder. Okay, das heißt, ich muss wieder jemanden gefangen nehmen und ihn durch irgendwelche Leute jagen. Dafür kümmern wir uns als erstes um dich. Schlaf gut. Sind hier noch mehr? Nein. Ich hab doch nicht so viel Zeit, Mensch. Lass mich in Ruhe und stirb. Extra vorher geguckt, ob da noch Leute sind. Gefangen nehmen. Ich krieg ihn wohl eher. Bleibst schön hier. Bleib liegen. Das gibt's nicht. Ich hab ihn doch gerade erst gerammt. Oh Mann! Jetzt ist hier aber Schluss. Verdammter Dreck. Oh, sowas mag ich nicht. Nichts klappt hier. Die armen Mädchen verloren ihre Freiheit. Bordellkampf. Keine Prostituierte sterben lassen. Du auch noch? Ihr habt's nicht anders verdient, ehrlich nicht. Ihr ärgert mich die ganze Zeit. So, da drin sind natürlich weitaus mehr. Ach, du liebes bisschen. Okay, komm her. Er hört mich nicht. Aber ist er doch direkt nebenan. Ich mach dich fertig.
verschwinde, bevor ich die Huren umbringe. Oh Mann. Okay. Habe ich euch befreit? Ja, habe ich. Ich muss alle befreien? Oh Gott. Aber da sind schon mal keine mehr. Wenn, dann sind die oben. Ja. Na, komm her. So schön. Und einer noch. Oh, ich habe euch befreit. Ist das schön. Und es sind noch mehr. Oh, noch weitaus mehr. Was will die denn hier? Lass diese Frei nicht zu den Mädchen. Tötet sie, wenn sie näher kommen. Sei einfach ruhig. Mann, Mann, Mann. Wer? Du mich? Ich glaube nicht, dass du mich anzeigen solltest. Ich bin deine einzige Rettung. So. Eine müssen wir höchstens noch befreien. Die andere kann dann eigentlich sterben. Haltet sie! Schafft sie hier! Sie! Hey! Schnappt sie euch! So, du bist frei. Elender Himmelhund. Okay, sie ist gestorben. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben es trotzdem geschafft. Evie Fry! Du hast soeben dein Todesurteil unterschrieben! Komm schon! Lass mich in Ruhe! Da bist du ja! So, du willst also sterben, ja? Sehr gut. Das war's. Oh, ein Glück. Wenigstens das haben wir geschafft. Diese Lumpen werden uns nicht mehr schlagen oder unsere Habseligkeiten stehlen. Nur dank Ihnen, Miss Evie.